Okay, hallo, willkommen zurück. Wir sind hier immer noch bei der Deutschen Quidditch-Meisterschaft in Tornesch. Ich bin Laura Messerer, ich spiele für die Heidelberger Hellhounds. Und ich bin heute der zweite Kommentator hier bei dem Spiel Augsburg Owls gegen Cologne Cannons. Ich bin Aaron Schäfer und spiele bei den Pia Thunderbirds. Genau, anscheinend geht das Spiel hier auch gleich los. Die Starting Lineups stehen. Der Headref fragt schon, ob sie ready sind. Genau, Köln hier mit den roten Trikots auf der rechten Seite und Augsburg mit weißen, wie gewohnt, auf der linken Seite. Und jetzt geht's auch gleich los. Da haben wir das Punkt ab. Genau, wer holt sich den Quaffel? Ah, da na, war der Kölner zwar zuerst dran, aber doch Augsburg hat jetzt den Quaffel. Und sie gehen vor. Ja, Augsburg hat auch Bloodshot Control. Bloodshot Control von Augsburg, ebenso der Quaffelbesitz. Und wir sind bei Köln. Und dann plötzlich 2-2. Die Fans noch nicht so ganz aufgestellt, aber es scheint in die Richtung zu gehen. Passt zur Tour, so als erstes 2-2. Genau. Ein Pass über parallel an den Ring und das erste Tor für Augsburg. 10-0 für die Augsburgs Owls gegen die Cologne Cannons. Ich frage mich gerade mit der Zeit. Das waren irgendwie nicht 2 Minuten. Ja, ich glaube, die Zeit, die gerade auf dem Livestream angezeigt wird, ist vielleicht noch ein bisschen zu weit fortgeschritten, aber vielleicht wird es gleich noch geändert. So, jetzt hat Köln den Ball, Köln im Angriff über die linke Seite, ein langer Pass. Allerdings. Aber gebietet. Und Blatscher besitzt es immer noch auf Augsburger Seite. Genau. Okay, jetzt ist ein Feuerblatscher von links. Ich weiß nicht, wer sieht man auf Livestream. Okay, jetzt haben wir wieder Passkontrolle auf der Augsburger Seite. Wir können mal so, wir haben hier so ganz tolle Cheat Sheets. Ja. Wie schon gesagt. Weiß ich nicht, wie kann man jetzt mal anfangen? Genau, also die, wer gerade den Quaffel vorträgt, ist Andi offensichtlich. Hat ihn aber auch gerade schon wieder übergeben. Nee, ich glaub, die okay, ein großes Gerangel um den Ball. Es ist noch nicht ganz geklärt, wie es ausgehen wird, aber ich glaube, ja, Köln. Genau. Okay, und der Kölner Keeper den Ball. Blascha kommt jetzt bei Köln. Es ist ja genau, ist noch nicht so ganz klar, wie das hier ausgeht. Es ist noch ein bisschen gemischt. Beide Teams müssen vielleicht noch ein bisschen reinkommen in das Spiel. Okay. Augsburg macht eher so einen Mann oder Frau, der zentriert die Fans und jetzt greift der Kölner rein. Und das war ein Tor, aber beat before. Okay, also kein Tor. Ganz viel Chaos. Der leider noch nicht angezeigt wird, aber 10-0 müsste es weiterhin für Augsburg stehen. Ja, das ist ein Punkt down. Ich glaube, die Refs diskutieren darüber, ob das Beat bevor war oder nicht. Aber scheint sich nichts geändert zu haben. Okay. Und der Keeper von Augsburg, die Nummer 31, Andi, trägt den Ball nach vorne. Die anderen stehen schon tief in der Defense, in der Offense von den anderen. Okay, das ist eine Hoop-Defense, die wir hier sehen bei Köln. Das sieht man auch gar nicht so oft. Das ist ja defensiv mit einem Keeper mit dem Keeper vorne weg, weil der Keeper darf ja in einem Keeper so nicht gebietet werden. Das ist genau. Ja gesichert. Deswegen ist die Hoop-Defense ziemlich defensiv. Genau. Und geht eben sehr gut mit. Ja. Und beide Bloodshot auf hinten. Aber jetzt ist. Bloodshot hat verloren. Genau, Bloodshot hat verloren. Ja, und ist ein weiteres Tor für Augsburg. 20-0. Und der Score funktioniert! Genau. Und die Zeit hoffentlich. Ja, die Zeit ist immer noch sehr großzügig berechnet. Mal sehen, was sich da noch so tut. Ja. Okay. Aber vielleicht, jetzt gehen wir weiter. Und hier die Nummer 36 von Köln. Ist am Ball. Von Köln. Alex. Ja, hab ich gerade überlegt, ich kenne Alex. Also, ja, kenn ja. Alex. Trier hat halt ein bisschen mehr zu tun. Genau. Nevermind, okay. Das war ein Tackle, aber der Aufstand hat sich den Ball. Kein Fast Break. Aber es sieht so aus, als ob Tackle vielleicht nicht ganz legal war. Die Assistenten versprechen sich. Also, wenn dann hat Augsburg wahrscheinlich hier einen Foul begangen. Ich hätte noch Contact around the neck, aber ich weiß es nicht. Genau.
Assistentin? Ja, genau, ich bin schon Assistentin. Aber ich habe es gerade gar nicht ganz genau gesehen, was da passiert ist. Nicht groß, okay. Aber könnte sein, dass Autos mit dem Kart. Ja, und wie man auch sieht, ist es sehr windig. Der Goal-Ref hier an der Seite muss gerade wieder den großen Hut auffangen. Also das beeinträchtigt natürlich das Spiel auch ein bisschen, dass ja, manche Pässe in die Windrichtung sind. Genau, die kommen eher weiter und gegen den Wind ist manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger. Von der Seite kommt und dann auf einmal Bälle dauerhaft vom Spielfeld verschwinden, weil sie halt hingelegt werden. Ja, wobei uns das auch vorher schon passiert ist, da muss das Spiel unterbrochen werden, weil der Blatscher wieder eingesammelt werden musste, weil er so weit weggerollt ist, dass er gar nicht mehr auffindbar war. Oh, okay. Also, aber die Refs diskutieren hier sogar ein bisschen länger, also es scheint irgendwie nicht ganz klar zu sein, was hier ist, aber jetzt scheint es eine Entscheidung gekommen zu sein. Genau, ich sehe jetzt hier Svea, der Head Ref, oder die Head Referee. Keine Karte, wie man gerade gehört hat. Aber genau, sie scheint genau zu erklären, hier dem Augsburger, was er falsch gemacht hat, das ist nicht gut. Genau, ja, genau. Verschiedene Kameraperspektiven. Ja, der Livestream wird immer besser hier bei Quidditch. Ah, und ich glaube, jetzt ist auch die Zeit inzwischen angepasst. Die Zeit passt jetzt. Genau. Und es geht, genau. Es geht weiter und ja, ohne Karte. Augsburger wechseln beide Bücher aus. Also genau, und haben immer Control. Ja. Der, der jetzt hier auch reingekommen ist, ist Matthias Renner, der auch schon einiges an Erfahrung hat, soweit ich das weiß. Und das nächste Tor von Augsburg. Okay. Wieder aufs Falsche. Ja, nach so circa wahrscheinlich 5 Minuten ungefähr Spielzeit ist genau der Score 30-0. Also ja, im Moment hat Köln sich jetzt die Control geholt, aber wird sie hier sehr stark gedrängt. Oh. Und ja, da scheint ein Foul passiert zu sein. Damit hat für Axel Nummer 68 von den Ausgaben. Ja, das fand ich schön. Unverletzt beenden. Ja. Das ist auf der DM ziemlich unwahrscheinlich. Aber ja, naja, wenn man. Optimismus. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein gutes Ziel. Ich glaube, das wollen wir eigentlich alle. Aber ja, ich glaube, ein paar kleinere Verletzungen hat es auch im Laufe vom Tag heute schon gegeben. Genau. Ja. Ja, okay, Augsburg wird jetzt eine Minute maximal ein Mann Unterzahl sein. Genau, mal sehen. Oder Köln macht vorher ein Tor, erzielt vorher ein Tor, genau. Und dann dürfte Axel wieder aufs Spiel. Ja, ja. Spiel. Okay. Und das war ein Tor von Köln. Was ist zuerst passiert? Axel, also es ist ein Fußball, bei der zweiten gelben Karte kommt ein Platzverweis. Ja. Also rote Karte. So. Alex, Axel, ich muss mehr aufpassen. Okay, dann nochmal weiter Spoons Down. Ich glaube, da hat jemand einen Beatcall überhört, vielleicht. Ah, sie greift schon wieder in die Tasche. Gibt es die Karte? Ah, die Referees diskutieren nochmal kurz. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht genau gesehen, was da passiert ist. Er scheint irgendwie den Ref-Call ignoriert zu haben. Diskutiert, die Refs sind hingegangen, alle zusammen, aber keine Karte, wie es scheint. Keiner kennt ihn, steht noch einmal. Genau. Das ist ein anderer Alex. Ja, das war die Nummer 20 von Köln. Okay, und Köln hat weiterhin Blaster Control. Die haben sich jetzt gesichert, wollen sie auf sich nicht gehen. Oh, genau, auf der linken Seite sind alle Hoops umgefallen, bis auf den ganz kleinen Hoop. Also als Goref hat man heute wirklich als Hauptaufgabe nicht nur zu schauen, ob ein Tor durchgeht, sondern auch wirklich die Hüfte wieder aufzustellen und wieder die Nummer 31 von Augsburg an die CSK den Ball, hat ihn abgespielt zu Michi, spielt ihn aber wieder zurück. Okay, die Augsburger spielen hier so ein bisschen den Ball hin und her. Ja, das Problem ist, sie haben halt gerade keine Control. Genau, keine Control. Und ebenfalls wurden beide wurde ein Mieter gebietet.
sodass, halt, sodass man die Situation kein Druck genau. machen kann. Genau, und es ist weiterhin eine Hoop-Defense hier bei Köln. Das finde ich sehr spannend, genau, sehr defensiv. Aber der Augsburg hat sich die Kontrolle zurückgeholt. Wir sind zusammen draufgegangen, sind, hatten richtig schön gesehen, zusammen auf einen. Und da kommt das nächste Tor von Augsburg. Also das... Und mit 40 zu 10 ist jetzt Köln immer noch in Swimrange. Also ja. Der Schnittcatch gibt ja 30 Punkte, wenn man ihn dann vollführt. Und wenn Köln ihn fangen würde, dann gäbe es Overtime. Also noch eigentlich alles also Overtime-Range ist noch, genau. Das Firmware, wenn sie noch gewinnen können, sozusagen. Oh, sorry, ich habe die Sachen schon angeworfen. Tut mir leid. Ich weiß, aber kann auch sein, dass ich hier... zeigen alle einen Foul an. Er war glaube ich auch schon oft und gebietet und deswegen dann darf man natürlich nicht interagieren mit den Spielern, die noch im Spiel sind. Er wird ja auch als bei ihm steht als Fun Fact dabei, dass er Neuzugang für Fußball ist. Ja, vielleicht Ahnung. Genau, da ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Eventuell. Genau, aber also für mich sah es so aus, als ob er auf jeden Fall das ohne jede Absicht gemacht hatte. Er wollte glaube ich einfach schnell zurückrennen. Hat dabei eben den Gegner ein bisschen umgerannt. Es ist aber eigentlich nichts Großes passiert. Es hat auch das Spiel jetzt nicht maßgeblich beeinflusst. Aber gibt jetzt eine gelbe Karte. Ja, das heißt, er ist eine Minute draußen oder bis Augsburg, bis Köln, nee, bis Augsburg entschieden hat. Ja. Okay, dann geht es jetzt gleich weiter. Bloodshot Control immer noch bei Köln. So, wie lösen Sie das jetzt mit der Defense? Sie haben die Hoof-Defense aufgelöst. Ach, die sind nur zu dritt. Die sind nur zu dritt, genau. Das ist gerade das Problem wahrscheinlich. Aber oh, ja, immer noch Control. Immer noch Control. Und da wird ein Tackler versucht, der aber nicht ganz geklappt hat. Und ein ja, Mid-Range-Shot im Tor. Blooms down, schon wieder? Ja, nochmal ein Blooms down. Die Refs diskutieren wieder. Oh Gott, eine weitere gelbe Karte. Ja, das ist, glaube ich, einfach eine. Ja, die Refs pfeifen teilweise sehr unterschiedlich. Und da sind wir jetzt eine Head Referee Garden, die eher ja, schneller Karten gibt. Man könnte manchmal noch ein Warning vielleicht geben. Ich habe gerade nicht genau gehört, weswegen sie die Karte bekommen hat. Aber es war wohl. Genau, also für mich sah das aus wie von vorne angesetzt. Dann hat er sich eben gedreht, aber sie hat dann auch direkt losgelassen. Okay, aber es ist ja auch noch zu, weil eben Philipp kommt jetzt wieder rein, weil das Tor eben schneller gefallen ist, als das Ding genau. Oben war. Aber, und ist, das Tor hebt aber nur eine Zeitstrafe auf. Also ja. Anso darf jetzt nicht direkt rein. Also die 93, die jetzt gerade die Karte erhalten hat. Ihre Zeitstrafe wird jetzt nicht ausgelöst, sondern nur die von Philipp. Genau. Augsburg spielt hier eine klassische 2-2-Defense. Aber schon wieder wird hier ein Blumsdown und es war ein Foul angezeigt. Da hat Köln etwas falsch gemacht. Zur Erklärung, also wenn wir die Assistant Refs heben immer einen Arm nach oben und einen Arm in die Richtung, die Mannschaft, die es Foul gemacht hat, beziehungsweise in die Richtung, wo das Spiel weiterlaufen darf. Und daran kennt man dann, von wem sie vermuten oder gesehen haben, dass das Foul durchgeführt wurde? Ja, begangen wurde. Ja, okay. Ja. So. Ja, viele Unterbrechungen hier in dem Spiel. Das ist, genau, eine blaue Karte. Eine blaue Karte diesmal. Blaue Karten haben den Vorteil gegenüber gelben Karten, dass sie sich nicht aufsummieren. Das heißt, man kann so viele blaue Karten im Spiel bekommen, wie man möchte. Gelbe Karten eben summieren sich auf und die zweite gelbe ist dann eben auch eine gelb-rote. Das heißt, dass man gar nicht mehr mitspielen dürfte. Aber okay, das wäre so eine blaue Karte. Aber Köln hat jetzt zwei Spielerinnen draußen. Welche? Janina, keine Ahnung, zu Anso dazu. Und jetzt spielt Köln mit zwei Mann Unterzahl. Genau. Vor allem ein Bieter oder eine Bieterin weniger bedeutet eben auch immer, dass es
sie Bladder Control ziemlich sicher zum Gegner überläuft. Was natürlich, wir hatten auch schon genau. Bladder gelbe Karte und Triple Bladder Control für eine Person. Das ist natürlich möglich, aber genau da eben die Control-Karte, glaube ich, auch schon bei Augsburg ist. Ist eher schwierig. Genau, es ist eher schwierig, aber ja, mal schauen. Dann die Nummer 4 von Köln ist jetzt hier alleine im Beta-Game. Stefan. Ja. Ja. Okay, ich denke, er schafft das. Also, genau, aber Köln ist weiterhin im Angriff. Und die Minute von Anso sollte auch eigentlich gleich vorbei sein. Genau. Und die Augsburger freuen sich, im Livestream zu sein. Ja. Genau. Das ist doch auch mal was. Den wir gesehen haben hier gerade, ist Michi. Ja. Sein Ziel für CDM oder allgemein ist wohl, seinen alten Schnatzrekord zu brechen. Also er scheint auch nicht nur Chaser, sondern auch Seeker zu sein. Vielleicht sehen wir den gleich dann auch noch. Weiß nicht, auch Pitcher als Seeker. Und ja. Es scheint hier weiter zu gehen. Genau, die machen sich wieder bereit. Ja, das Spiel hat sehr, sehr viele Unterbrechungen. Eigentlich auch eher untypisch. Da wird noch eine Frage gestellt von den Augsburgern. Wirrung und ein Kroffelturnover. Das hat gerade noch irgendwas für Köln? Ja. Das ist natürlich jetzt eine schwere Situation für die Kölner. Nur ein Dieter, ein Blatscher immerhin, ist schon in der Hand des Dieters. Aber, und da ein Matthias dann davor, ja, bietet ihn und jetzt keine Blatscher und freie Bahn. Oh, ein Pass, aber jetzt ein guter Abschluss. Den hätte sich vielleicht am besten noch selbst gemacht, den Ball einfach. Weil es war niemand im Weg eigentlich. Okay. Ja, weiterhin sind die zu viel. Jetzt ist Torben hier aufs Feld gegangen für die Kölner als Bieter. Gerade noch alleine. Ja. So. Und holt sich einen Blatscher und der andere liegt weiter hinten, sodass zumindest die Control. Aber der hat er gut abgewehrt. Der Ball ging drüber. Berührt und die Kölner verlieren. Und Torben hat hier ziemlich abgeräumt, muss man sagen. Das hat er eigentlich ziemlich gut gemacht. Torben ist ehemaliger Chaser? Ja. Hat er jetzt dieses Jahr die Rolle gewechselt, wenn man so sagen kann. Und ist jetzt hier eben als Bieter dabei. Also es hat mir gerade sehr gut gefallen, wie er sich als Bieter hier präsentiert hat, so alleine. Und jetzt und Janina ist wieder Matthias im Feld. Das ist eigentlich sehr interessant. Da haben wir jetzt wieder zwei Bieter für Köln auf dem Feld. Ja, und sie wechselt direkt. Genau, und jetzt kommt jemand Neues rein. Und das ist Mali. Und da steht kein Funfact dabei. Egal! Gerade, okay, da kommt die Bieterin, die Keeperin nach vorne und. Torben hat hier wirklich richtig stark Druck gemacht, aber keiner seiner Chaser war da, um den Ball aufzuheben oder zu holen. Das gerät hier unter Bedrängnis. Ach! War eben ja. Schade. Fast gefangen. Also als Chaser, wenn man vom Beater getroffen wird, ist man halt, muss man direkt vom Besen absteigen, zu den Hufs zurück und darf man erst wieder drauf. Aber als Beater, wenn man getroffen wird, darf man versuchen, den Ball zu fangen. Da hat der Augsburg einfach gerade den Kölnern den Ball aus der Hand geschlagen. Der kam von hinten, die haben nicht gesehen. Das kann man natürlich machen. Sollte eigentlich nicht passieren. Da muss eigentlich das ganze Team auch aufpassen, dass nicht noch jemand von hinten kommt. Aber klar, passiert natürlich. Ja, ein Pass hinter die Hufs. Nochmal zurück vor die Hoops und da ist der Ball beim Keeper. Bei Yannick. Ja, okay, wow. Control weiterhin bei den Augsburgern. Ja. Und auch die Nummer 7 von Augsburg, Olivia ist hier die Augsburgerin. Oh. Und da waren sie schon außerhalb, glaube ich, die Chaser. Das ist richtig, ja, waren sie, aber es wird nicht abgepfiffen. Aber es wird nicht abgepfiffen. Auch wenn der Assistant Referee es sagt. Ja, aber es wird nicht angezeigt. Das war der viel zu hoch über die Hoops von den Kölnern. Misslang der Longshot. Genau. Ja. Und jetzt stellen sich die Kölner wieder zurück auf in ihre Defense. Jetzt die Frage, bleiben sie auch ohne Control bei der Hoop-Defense? Aber es sieht so aus, als ob sie auf eine 2-2-Defense gewechselt haben, die aber allerdings auch wirklich sehr tief steht, muss man sagen. Direkt an der Keeper-Zone. Ohne den Keeper vorne. Ohne den Keeper vorne, genau. Das ist auch eher untypisch, würde ich sagen. Eine Sekunde Technikprobleme. Aber ist schon wieder weg, genau.
beiden lassen sich da wirklich tief reindrängen. Und jetzt nimmt da der Augsburger der Fahrt auf. Und der Keeper kam auch nicht mehr dran. Und erzählt eben das siebte Tor für die Augsburger Wolves. Also, langsam geraten hier die Kölner ein bisschen ins Hintertreffen, aber ja, das lässt sich ja auch noch beheben. Noch könnte man da natürlich was machen. Genau. Ich weiß auch nicht genau, also woran das hier bei Köln liegt. Also auf jeden Fall ist, scheint es Beta Game ein Faktor zu sein. Da wurde jetzt gerade der Keeper, seine eigene Keeperson getackelt, aber sie waren eben... Sie waren noch im Angriff. Nee, man darf den Keeper, den eigenen Keeper so tackeln, halt am Anfang nicht, weil am Anfang genau, ist, aber wenn er einmal rausbefördert wurde, der Koffer, dann darf man das. Dann war er wohl nicht für ihn. Also was ich gerade sagen wollte, ich glaube Köln hat eher weniger Bloodshot Control, so wie ich es gesehen habe, oder siehst du es auch so? Köln hat, glaube ich, das große Problem gehabt zwischendurch. Sie hatten halt zwei gelbe und eine blaue Karte, was dann schon sehr viel Zeitverlust ist. Ja, jetzt kommt die nächste gelbe Karte, diesmal für Augsburg. Genau, für Michi, die Nummer 96. Okay, hier im Spiel so die vierte Karte. Und dann hatten wir andere Spiele heute, wo keine einzige Karte gezeigt wurde. Wobei ich mir sagen muss, dass ich das Spiel nicht komplett unfair finde. Also es ist nicht, dass man sagen würde, die spielen übermäßig körperlich oder Verletzte gab es ja auch noch gar nicht. Aber das ist eine sehr strenge Auslegung der Regeln hier. Das sind eben Kleinigkeiten, die dann sehr stark, sehr strikt bestraft werden, aber sie bleibt ihrer Linie treu, wie man würde ich mal behaupten. Weiß ich nicht, also sie bleibt halt auf beiden Seiten genau, gleich. Das ist also genau fair, also fair im Sinne von, dass niemand bevorzugt ist auf jeden Fall. Man muss sich eben auch auf den Referee einstellen, teilweise. Genau, der Ball ging jetzt deswegen wieder zurück an Köln, der Koffel. Und hier hat Köln und jetzt... Und da war ein Tor von Köln. Köln hat hier zwar keine Control, also hat hier ihre Blatsche eingesetzt. Torben wurde auch gebietet. Aber genau. Oh, hier ist der Blatscher-Turnover. Wie man gerade gesehen hat, ist der... Ich habe keine Ahnung, wer den Blatscher rüber befördert hat. Okay, und jetzt mit Control gehen sie wieder zurück in die Hoop-Defense. Der Keeper ist vorne an der Keeper-Zone. Die anderen drei Chaser bewachen hier die Hoops. Alle Hände sind oben. Und weiterhin Bludger Control. Und das war ja ein Pressing. Und jetzt schaut hier der Keeper den Ball, rennt nach vorne mit Vollspeed. Und im Tackle, noch im Fallen, macht er ihn da durch. Weiterer Punkt für Köln. Jetzt steht es 70-30. Also, es ist wirklich spannend mittlerweile. Genau. Ich weiß nicht, ob da eben gerade irgendwas passiert ist oder so. Im Scoresheet wird noch irgendwas falsch angezeigt. Okay. Der Snitch-Runner, wenn das unser Snitch-Runner ist, macht sich bereit. Macht sich schon mal bereit. Ein bisschen Zeit ist vielleicht noch. Detlef. Und der Keeper wird gesappt. Anscheinend scheint der Tackle ziemlich hart gedrückt Nein, zu haben. Nein, er muss hier raus. Ja, genau, er konnte nicht gleich wieder aufstehen, aber es sieht nicht so aus, ob was Schlimmeres passiert wäre, aber wahrscheinlich auch, weil er im Fall noch den Ball schön geworfen hat, aber dann kann man sich manchmal nicht auf Fallen und Werfen gleichzeitig konzentrieren. Und jetzt gibt es einen Timeout von... Kann ja nur von Augsburg sein, weil Augsburg, du hast ja nur im Koffelbesitz Timeout callen. Dann wurde hier jetzt Alex durch Yannick ersetzt, halt auf der Keeper-Position. Genau. Ja, wahrscheinlich besprechen hier gleich auch nochmal die Teams, wie sie das genau machen wollen, wenn der Snitch aufs Feld kommt. Ob sie vielleicht, für Augsburg ist vielleicht eher die Frage, kümmern sich die Bieter auch um ein Snitch-Game oder bleiben sie eher am Koffel? Ich meine, 70-30 ist noch kein so großer Vorsprung. Nein, das stimmt. Aber in den nächsten, also es dauert jetzt noch 4 Minuten, bis der Schnatz aufs Feld kommt. Und 5 Minuten, bis der Schnatz aufs Feld kommt und 6, bis die Sucher suchen dürfen. Okay, aber Köln hat sich hier nur kurz versprochen. Die gehen schon wieder zurück zu ihren Besen. Timer dauert ja nur 1 Minute. Das hier wird, glaube ich, doch noch spannend. Und das Timer ist vorbei. Ja, Köln musste vielleicht ein bisschen reinkommen hier. Aber inzwischen haben sie auch Bludger Control. Und hier vorne ein geladener Augsburger Beeper. Ist doch ein Spiel. Ein spannendes Spiel. Inzwischen ist es auch ein bisschen weniger windig hier geworden. Das ist auch ganz gut. Dann
kann man eher ein passintensives Spiel machen und es geht nicht nur über Drives oder im Übergeben der, des Balls. Genau, und jetzt hier bei Augsburg eine Keeperin. Genau, steht hier auch als Fun Fact. Maggie, ich weiß nicht genau, wie sie ihren Namen ausgesprochen haben will, ist Augsburgs erste offizielle Keeperin. Und hat sich hier, finde ich, auch schon ganz gut gemacht. Verfehlt allerdings den Hub. Ja, aber da steht auch die Hoop-Defense ziemlich gut. Sie hat versucht durchzudriven und hat leider nicht funktioniert. Genau, der Ball jetzt wieder bei Köln. Und wird langsam nach vorne geschlagen. Ja, Blaster Control ist wieder bei Augsburg. Die aber wechseln. Ja, hier ein Cherry-Pick von Torben. Und Augsburg steht weiterhin in einer 1- oder 2-2-Defense. Sie ersetzen jetzt hier Alex durch Merit. Und warum ich das erwähne, weil Merit ist halt erst 17 Jahre alt. Was dann schon okay bei der Deutschen Meisterschaft schon ein bisschen größeres. Und da war ich schon fast klar, wer den Ball hat, aber genau, Torben hat hier nochmal versucht. Und jetzt macht Köln einen Fast Break. Aber es gibt eigentlich einen geladenen Dieter, aber der geht durch. Okay. Genau, weiteres Tor für Augsburg. Da haben sie einfach schnell geschaltet und die Kölner eher noch ein bisschen gezögert. Es ist auch schwer, wenn jemand mit Vollspeed auf die Hoops drauf rennt, da noch was zu machen. Das ist wahrscheinlich auch ein Nachteil an der Hoop-Defense, wenn man direkt am Hoop steht. Ja, irgendwo vorbei kommt man meistens dann doch gerade mit viel Schwung. Und die Augsburger, die Kölner sind jetzt wieder zwei Tore aus Overtime-Range, aus der Overtime-Range entfernt. Ja. Also eventuell, wenn jetzt in den nächsten Minuten das Snitch-Game beginnt, müssen sie dann nochmal ein bisschen mehr ins Buffer-Game gehen und je nachdem, wer dann catcht, wird das Spiel dann so oder so ausgehen. Das war ein, eher so ein Bogenpass über die Hoops, aber der Ball besitzt wechselt zu Augsburg. Der rollt raus, genau, und Augsburg kurz sich den Ball. Blaster Control jetzt wieder bei Köln. Es wechselt doch ab und zu A, aber okay, jetzt Triple Blaster Control auf Seiten der Kölner. Und da holt sich jetzt aber schon wieder eher den Ball. Oh, und er Tor mit ja. Das war aber sehr nach dem Beat, hätte ich jetzt gesagt. Pass auf, Beat wird auch so gepfiffen? Ja, sieht so aus, wird so gepfiffen. Die Head Referees zeigen, die Assistant Referees zeigen an, sogar mehrere. Und damit, könnte Koffelbesitz wechseln und Köln steht auch gerade ganz gut da, weil der Augsburger Bieter eher so hier noch weit hinter den Hoops ist und Köln Blaster Control hat. Da könnten sie vielleicht ein Fast Break Tor rausholen. Aber mal sehen, ob es jetzt so gepfiffen wird oder nicht. Blaue Karte gibt es sogar dafür. Okay. Genau, weil Pass after Beat oder Ignoring Beat Call. Pass after Beat. Okay, das ist ja eine sehr strenge Regelauslegung. Genau, wer jetzt hier in der Penalty Box ist, ist Jonas. Das kann man so pfeifen, das ist zwar ein bisschen hart, aber kann man so machen. Genau. Und ein Timeout, das ist interessant, dass sie jetzt nicht da versuchen, die Chance zu nutzen, solange der andere Bieter noch hinter den Hoops ist, sondern okay, anscheinend wollen die Kölner auch mal besprechen, ob sie zu suchen wollen, nochmal ranzukommen hier, 80-30. Ja, mit zwei Toren wären sie wieder dabei. Oh, inzwischen kommt jetzt auch ein bisschen die Sonne hier raus. Ein bisschen warm. Es wird ein bisschen wärmer. Hoffentlich kriegt hier niemand einen Sonnenbrand. Ja, das war heute Morgen, hatte man sich da vielleicht noch weniger Sorgen gemacht, aber jetzt könnte es tatsächlich noch passieren. Wir sind ja auch noch eine Weile hier draußen. Die Spiele gehen ja auch ziemlich lange heute. Es ist knapp 20 vor 5 und es geht, das letzte Spiel beginnt, glaube ich, um 8:30. Es ist, glaube ich, ziemlich spät. Irgendwas zwischen 8:30 und 9. Ja, und genau. Also dementsprechend spielen wir dann bis tief in die Nacht, so in etwa. Genau, das Spiel hier dauert auch ziemlich lange, wegen der vielen Unterbrechungen.
das hintere Spiel ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Genau, deswegen, aber das wir sind hier nochmal nicht immer mehr Session Pitch, aber das liegt eben daran, dass es eben viele Karten gibt, viele Unterbrechungen, viele Diskussionen. Und auf den einzelnen Pitches wird dann auch die Schedule ein bisschen verschoben, je nachdem, wann das eine Spiel zu Ende geht, wann das andere anfängt, und dementsprechend fangen dann die einzelnen Spiele nicht ganz so an, wie sie ursprünglich angesetzt waren. Okay. Ja. Jetzt geht hier Augsburg vor, 2 Liter und Und verwirrt? Oh. Er wird safe gecallt und lässt den Blatt trotzdem fallen. Das ist ärgerlich. Zu ehrlich wahrscheinlich, weil ich denke, er hätte ihn nicht fallen lassen, wenn er selber es gar nicht gespürt hätte. Aber eigentlich ist es, finde ich, eher ein guter Zug, wenn man da auch ehrlich zugibt, okay, man hat doch noch was gespürt. Aber klar, man als Assistant Referee ist es auch manchmal schwer zu sehen, wie das so aussieht. Okay, und hier wieder Hoop Defense der von Köln, der Keeper ist an der Keeper Zone. Genau, die Beater hier machen sich bereit. Okay, und Pressing wird angesagt von Torben. Weil eben auf der Seite wird gerade der eine Platscher verworfen. Da hat man gerade schön gesehen, dass es sich lohnt, den Ball auch mal mit 2 Händen aufzuheben bei dem Kölner Keeper, gerade wenn man viel Schwung hat. Aber er hat es doch noch geschafft, das Tor zu machen. Ich weiß nicht, ob es hier Goal Stance. Es liegt bei der Ausdruck auf dem Boden. Aber genau, vielleicht ist die Unterbrechung deshalb, weil er gerade auf dem Boden ein bisschen länger lag. Er sieht auch nicht, er humpelt ein bisschen runter, aber es scheint nicht so, dass irgendwas Schlimmes passiert ist hier. Okay, und er wird ersetzt von der Nummer 68, Axel. Ja. Den hatten wir schon, genau. Das ist eine gelbe Karte. Das ist der unverletzt bleiben will, die ganze DM über. Und die Augsburger wechseln ihren Mieter. Okay, genau. Und genau, also wieder gleiches Spiel, was wir gerade schon hatten. Control für Köln, daher Hoop Defense, das scheint die Taktik zu sein, mit Control, Hoop Defense. Und die Augsburger haben wieder, und wieder Pressing, ja. Und Matthias Renner holt sich aber den Ball hier. Ja, und da haben sie noch nicht gehört, dass es einen Peter schon gibt. Und der sitzt. Ja. Der geht. Er war schon im Aus, würde ich sagen. Aber die Assistenten, ja. Ich glaube, Svea hat es auch gesehen. Koffel-Turnover an Augsburg. Genau, der war hier aber tatsächlich auch schon im Aus. Das hätte ich auch so gesagt. Inbounding, also für Augsburg. Und das führt David durch, die Nummer 33. Der anscheinend einfach dabei ist, weil er in Pfingsten sonst noch nichts vorhatte. Laut dem Cheat-Sheet. Kann man mal machen. Es ist eine schöne Art, das Pfingstwochenende zu verbringen hier bei der Deutschen Meisterschaft. Genau. Und genau, wieder das gleiche Spiel. Hoop Defense. Und diesmal trifft Matthias Renner, aber Torben holt sich trotzdem den Ball und bietet ihn. Und jetzt geht es nach vorne eigentlich. Aber Augsburg macht den rein. Da hat das Pressing nicht ganz funktioniert, weil Kameraeinstellung sieht, ist jetzt sehr Schnatz auf dem Feld und beide Sucher machen sich bereit. Genau, wobei die Zeit immer noch nicht ganz stimmen kann, weil 19. Minute ist eigentlich schon zu spät für die Sieger. Aber genau, also muss gerade die 18. Minute sein, also 17 irgendwas. Also jeden Moment bei 18 Minuten kommen jetzt eben die Sucher aufs Feld. Genau. Und Moment, da tauschen sie nochmal, während der eine schon drauf geht. Ah, das ist hier Michi, der seinen Snitch-Rekord übertreffen will, oder was steht hier? Ja. Aber irgendwie, Next up from Stone. Hat Köln ein bisschen zu spät hier einen Sieg aufs Feld gestellt. Und es steht 90-50, das heißt, für Köln, wenn sie gewinnen wollen, werden wahrscheinlich erstmal Defensive Siegen angesagt, bis sie noch ein weiteres Tor machen, wenigstens um in Overtime Race zu sein. Ja, genau. Das könnte auch der Grund sein, warum sie gerade nochmal getauscht haben. Ja. Genau, jetzt ist wieder eine Spielunterbrechung. Wir warten hier, bis es weitergeht. Und ja. Genau. Weißt du, wer der Snitch ist? Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe eben auf dem Feld 3, was habe ich denn gerafft? Jülich gegen Bielefeld, und da war ja auch schon Schnatz. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Das ist auf jeden Fall Niederländer.
Ah, okay. Ja, das ist auch immer sehr schön hier, dass auch Quidditch-Spieler oder Quidditch-assoziierte Personen aus anderen Ländern kommen und ja, beim Reffen, beim Volunteeren, beim Snitchen, hier auch im Livestream helfen. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr, sehr wertvoll da, dass man nicht das auf die Spieler nur aufteilen muss. Es ist hier sehr international und es gibt wie immer ganz viele, sehr viele Volunteers und Officials, die eben on-playing sind, also nicht am Turnier selbst teilnehmen, sondern nur als Schiedsrichter oder Snitch eben hier sind. Okay, jetzt nächste gelbe Karte. Jetzt gibt's die nächste gelbe Karte. Ja. Vermutlich für den Sucher? Ja, genau. Ich glaube, es liegt daran, dass der Sucher gerade irgendwie nicht in dem Moment aufs Feld gegangen ist, als er sollte. Wir diskutieren. Okay, das gibt jetzt eine gelb-rote Karte. Was? Für, ich habe noch nicht ganz verstanden, für wen. Aber okay, das ist natürlich sehr hart, weil gelb-rot heißt, ein Spieler ist 2 Minuten draußen. Egal, ob ein Tor fällt oder nicht. Und beim Suche wäre es natürlich extremst ärgerlich, weil sobald Augsburg fängt, ist eben das Spiel ist sowieso vorbei. Je nachdem, es kann danach noch Overtime geben. Aber angenommen jetzt Augsburg catcht, hätte Augsburg eben gewonnen. Und nun kann Köln eben nicht defensive siegen, was dann schon ein großes Handicap ist. Ja. Wisst ihr, wer die gelbe, welche Nummer die Karte gekriegt hat? Es gab gerade eine gelb-rote Karte. Nee, genau, eine gelb-rote war es sogar, aber wir wissen nicht für wen. Okay. Das, ja. Ah. Und jetzt hat sich Augsburg die Control gesichert, was natürlich besonders wichtig ist, wenn man hier am Sieger ist. Okay. Köln haben eine Art Schlachtruf gemacht. Okay. Und der Snitch hier, der rennt sehr viel. Der lässt sich gar nicht so auf dieses 1 gegen 1 Duell ein, sondern er rennt einfach weg. Das ist natürlich auch eine Taktik, hier Running Snitch. Ah, es war aber nicht der Sucher. Also der, okay, ja, genau, der Sucher von Köln ist immer noch da. Es könnte halt auch sein, dass es der Speaking Captain bekommen hat, weil er verantwortlich ist, dass eben die ja, dass die Spieler richtig sind. Aber warum versucht Philipp zu catchen? Ja, vielleicht haben die Kölner auch beschlossen, dass es ja, 100 zu 50, dass sie es nicht mehr rankommen könnten. Aber jetzt mal sehen, jetzt kommt wieder der andere Sucher mit dazu. Okay. Ziemlich chaotisch. Okay. Aber wir können, weiß ich nicht, wie machen wir das denn jetzt? Ja, ich glaube, es ist am besten vielleicht, wenn einer auf den Sucher schaut. Möchtest du auf den Sucher lieber schauen? Dann gucke ich auf Suche, auf genau, den Sucher und auf den Schnatz. Und genau, und ich schaue mal hier auf das Quaffle Game, wo schon wieder ein Tor und gefallen ist. Hier ist und direkt der Catch. Schon vorbei, genau. Direkt der Catch. Durch die Beine des Schnitze. Ich kann kein Englisch, egal. Schnatz, das sagen wir es einfach auf Deutsch. Okay, ja. Damit hätte er sein Ziel angenommen. Der ist jetzt richtig. Ja, genau. Einen Schritt näher. Genau, ein Catch. Und das würde auch bedeuten, Augsburg hätte hier Köln besiegt. Die Refs diskutieren noch. Gab es noch irgendwas? Vielleicht noch irgendein Foul, noch irgendeine Karte, die verteilt wird. Aber genau. Die Gender Rule würde sonst gut aussehen bei Augsburg und der Catch ist gut. Und damit ist das Spiel vorbei. Augsburg gewinnt hier doch einigermaßen deutlich, muss man sagen. 140 Sternchen zu 50. Ja, aber also genau, Köln hat sich sehr, trotzdem ganz gut geschlagen hier. Sehr interessante Taktik mit der Hoop Defense. Ich weiß nicht, es hat mich nicht hundertprozentig vielleicht überzeugt, aber das muss vielleicht auch nochmal ein bisschen verfeinert werden. Ich habe ganz ehrlich ein deutlicheres Spiel erwartet, aber ja, es war dann doch einigermaßen spannend noch irgendwie. Es gibt nochmal ein extra Cheer für Team Livestream, das ist natürlich sehr nett. Okay, ja. Die Augsburger freuen sich hier, dass sie gewonnen haben. Ja, die Kölner sind vielleicht ein bisschen enttäuscht.
dass es nicht ganz geklappt hat. Bisher der Turnierverlauf der Kölner war auch nicht unbedingt so auf Seiten der Kölner. Aber morgen geht's ja weiter. Genau. Und jetzt folgt hier als nächstes Spiel. Verbuchung! Münchner Wolpertinger gegen die Braunschweiger Blumikorns, weil das Spiel Münster Marauders gegen Mighty Ducks Offenburg. Ja, die Offenburger haben zurückgezogen, ja, genau, und sind deswegen nicht hier zu sehen. Ja, genau, die Offenburger hatten leider zu wenige Leute. Deswegen, eigentlich wäre das Spiel hier im Laufe der Livestream gewesen, aber genau, die Mighty Ducks konnten leider nicht kommen. Zu viele kranke, verletzte Leute, das ist natürlich sehr schade, aber wo man sagen muss, die, die nicht krank oder verletzt sind, sind trotzdem gekommen zum Reffen, zum Volunteeren, zum Anfeuern. Also, genau, es sind ein paar von denen da trotzdem, aber ein Team können sie nicht stellen. Aber gerade bei dem Turnierformat mit so vielen Spielen ist es natürlich auch schwierig, ein Team zu stellen, trotz weniger Leute. Genau, also viele Teams haben heute noch insgesamt fünf Spiele. Deswegen wird es auch noch bis spät Abend gehen. Man sieht ja auch, das letzte Spiel wird um 20.40 Uhr starten, wenn alles so im Zeitplan bleibt. Also in der Zeit von Pi mal Daumen, dann einer halben Stunde, sind wir dann sogar bis nach 9 Uhr hier dran. Also okay, dann würde ich sagen, damit verabschieden wir uns jetzt und genau, viel Spaß bei den nächsten Spielen. Genau, viel Spaß.